Hallo, heute zeige ich euch mal wieder ein kleines Mini-Album. Wobei, Album weiß nicht, ob es genau richtig ist, aber man kann auf jeden Fall Fotos dann reinstecken und es sieht aus wie eine kleine Karte und wenn man es auffaltet, ist es dann quasi größer als man denkt. Hat verschiedene Taschen, wo man eben Karten oder Fotos reinstecken kann. Das hier war mal ein normales Scrapbooking-Papier, beidseitig bedruckt. Das ist wichtig, weil man beide Seiten sehen kann im Anschluss. Ihr solltet euch auf jeden Fall überlegen, welche von den Seiten außen sein soll und welche innen. Ich will die hier außen haben, das heißt, ich drehe mir das Ganze so hin. Ich habe hier jeweils einen halben Zentimeter abgeschnitten. Denn so ein Scrapbooking-Papier sind ja immer 12 Inch mal 12 Inch. Und damit das alles in Zentimetern besser funktioniert, habe ich es auf 30 cm gemacht. Und was man jetzt macht, ist, dass man das auf beiden Seiten einmal bei 10 und einmal bei 20 cm eine Faltlinie macht. Und ist wie gesagt von beiden Seiten, also einmal drehen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, irgendwas hier drauf zu sehen, weil dieses gepunktete Papier, das ist einfach relativ schwierig. Also ich habe jetzt hier eine Faltlinie, hier, da und da. Und ich habe das Ganze also in 9 Quadrate unterteilt. Es ist jetzt wichtig, dass ich eine Falzlinie mache, die über die Diagonale geht. Und weil ich leider kein so ein Scoring Board habe, mit dem man diagonale Falze machen kann, mache ich das jetzt einfach mit einem Lineal. Und wo haben wir es? Falzbein. Es ist jetzt einfach wichtig, dass man nach den... also ich habe hier eine Falzlinie und hier eine Falzlinie und da, wo die sich treffen, diesen Punkt verbinde ich mit der Ecke. So, und man muss das aber auch nur auf einer Seite komplett durchmachen. Ich drehe es mal rum, ich glaube, da sieht man das besser. Ja, wobei, der Knick ist jetzt auch nicht so stark. Zeige ich euch gleich, wenn ich es auseinanderschneide. Also ich habe jetzt hier einmal eine Falzlinie und auf dieser Seite mache ich keine Falzlinie, die komplett durchgeht, sondern nur von der einen Ecke bis zur, da wo sich die Falzlinien treffen und von dieser Ecke eben da, wo sich die Falzlinien treffen. Dann schnappen wir uns eine Schere und jetzt ist es wichtig, an allen vier Ecken immer an der Falzlinie einzuschneiden. Also genau nur wieder bis dahin, wo die Falzlinien aufeinandertreffen und das eben an allen vier Seiten. Okay, das tut mir jetzt leid, dass ich kein Papier genommen habe, wo man das Ganze besser sehen kann, aber das hier ist ein Geschenk für die Freundin von meinem Bruder und die steht einfach total auf Orange. Okay, jetzt muss das Ganze noch zugeklebt werden und nachdem das ja auch wirklich richtig halten soll, dass man dann da was reinstecken kann, nehme ich einfach Sticky Strip
und mache hier unten einen Streifen hin. Der ist auch nicht zu breit, so dass er mir nicht zu viel von der Tiefe wegnimmt von den Taschen. Vorsichtig, dass ihr nicht zu sehr an den Rand geht, weil da ist ja dann die Ecke. Das heißt, sonst steht der Kleber raus. Habe ich meinen Feinstaub? Und ich achte jetzt drauf, dass ich die Dinger immer gleich rumfalte. Also zuerst die Seite runter und dann die Seite runter, damit das wieder einheitlich wirkt. Also wenn das jetzt alles soweit fertig ist, ne, ich habe hier meine Taschen, die halten auf jeden Fall. Und ich hatte mir ja auf einer Seite, in dem Falle war das jetzt bei mir hier, hatte ich ja die gesamte Länge durchgefalzt. Und das muss ich mir jetzt knicken, und zwar so rum, dass ich das einmal aufeinander knicke, sodass die Taschen quasi verschwinden. Also Tasche auf Tasche knicken. Das ziehe ich nochmal nach. Und der nächste Falt wäre dann, dass ich eine Seite, die Taschen quasi, die beiden Taschen, einmal so rumklappe. Und auf der anderen Seite klappe ich es so rum. So, dass ich außen immer jeweils ein komplettes Quadrat habe und nicht dieses Dreieck quasi. So, und damit habe ich jetzt eine kleine Karte, die, wenn ich sie aufklappe, dann ein Mini-Album ist, das ich jetzt noch verzieren werde. Und die Karten, die da reingehen, also das Ganze ist auf jeden Fall 10 x 10 cm. Jetzt haben wir hier unten ja ein Stück abgenommen wegen dem Kleber, den wir hingemacht haben. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so lang. Und wenn ich da dann noch Fotos drauf machen will und vielleicht noch irgendeine Art von Verzierung, dann wird das Ganze relativ dick. Wenn ich das jetzt wirklich 10 cm machen würde, dann wäre es einfach zu breit, um in die Tasche zu packen. Passen. Und ich würde jetzt sagen, mal gerade überlegen, dieses Klebeband, ich habe es nicht immer exakt bis an den Rand bekommen, das sind 6 mm. 6 mm. Aber das müsste eigentlich hinhauen, weil dann würde ich nämlich sagen, wir machen 9 x 9 cm und dann sollten die auch ganz gut da reinpassen. Also ich habe zum Schluss gemerkt, wie ich dann die Karten und die, wo die Fotos drauf sind, alle drin hatte, dass ich das nicht mehr so falten ließ, wie ich das vorher vorgemacht hatte. Und deswegen habe ich das dann genau andersrum geschaltet, sodass die Taschen nach außen und nicht nach innen zeigen. Hab dann, dass das zusammen bleibt, wenn man es aufhebt und nicht gleich auseinanderfällt, noch ein dünnes Papierband drumherum gemacht. Und damit man nicht sieht, wo ich die Enden aufeinander geklebt habe, habe ich vorne noch eine Verzierung drauf gemacht. Dafür habe ich den Stempel Ein duftes Dutzend genommen, da den Geburtstagsstempel raus. Und dann habe ich, also die Form
wo ich den Stempel dann ausgestanzt habe, das sind Framelits, die gibt es für die Stanz- und Prägemaschinen. Gibt es dann auch in verschiedenen Größen, im Gegensatz zu den Handstanzen können die auch größer sein, weil die Handstanzen sind ja dann irgendwann limitiert von der Größe her. Und habe eben zwei verschiedene Größen genommen, dass es genau aufeinander passt. Und dann noch ein bisschen mit Glitzersteinen verziert.